Lightning McQueen gegen King Dinoco. Wer wird den Berg des Todes überleben? Ich glaube, die Regeln sind klar. Lightning McQueen gegen King Dinoco. Das hier ist der Berg des Todes. Einige Herausforderungen. Wer von den beiden wird überleben, Freunde? Schreibt es in die Kommentare. Hashtag King Dinoco oder Hashtag Lightning oder einfach nur Hashtag Dinoco, dass ich weiß, wen ihr meint, Freunde. Aber ich bin gespannt, wer von den beiden es schaffen wird, noch ganz unten zu kommen, ohne drauf zu gehen und sich die Trophäe sichern wird. Ich glaube, so schafft Dinoco das auf jeden Fall schon mal nicht. Wir haben auf jeden Fall ganz, ganz viele verschiedene Größen von den Autos am Start als Monster Truck Version. Ein XCL, den Mini Klein, also sehr, sehr krass. Dann nehmen wir direkt mal hier den kleinen Lightning. Und wenn ihr glaubt, dass Lightning es schafft, dann lasst auf jeden Fall ein Like auf dem Video da. Ich muss sagen, ich bin Team Lightning, deswegen liked mal das Video, Freunde, wenn ihr auch glaubt, dass Lightning es schafft. Weil Dinoco, der ist auch krass, aber auch nicht so krass. Oh Gott. Jetzt aber erstmal hier runterkommen, ohne direkt kaputt zu gehen. Das ist doch das, was ich sagen wollte. Das Auto rutscht jetzt hier einfach nur runter. Also bisher ist, würde ich sagen, Gleichstand. Gucken wir mal, Dinoco eine Nummer größer und los geht die Reise. Okay, man kann auf jeden Fall ein bisschen lenken, hier sind so Stufen, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht blöd drüber fährt. Oh Gott, und na klar, auf den Tank drauf und es geht noch weiter hier und man rutscht den Berg komplett runter. Hier wieder gegen, ja, okay, das war's mit dem Auto, also weiter als so sind wir bisher nicht gekommen. Gucken wir mal, ob wir mit Lightning eventuell etwas weiterkommen. Lightning ist ja so schnell, also eigentlich denke ich ja, aber ich weiß auch nicht genau. Weil der muss nur einmal hier irgendwo blöd irgendwo gegenkommen. Genau das meine ich. Oh Gott, gegen die Wand gedrückt. Nein, jetzt natürlich auch gegen den Tank. Und jetzt rollen hier die Reifen nur noch runter. Von ihm ist gefühlt nichts mehr da. Und jetzt kommt der Riesenhammer, der Riesenhammer. Au. Ja, das hat wehgetan. Na, ganz toll. Also, ich glaube, wir brauchen große Fahrzeuge, um nach ganz unten zu kommen. Wir machen weiter mit der nächsten Größe von Dinoco. Okay, ich bin sehr gespannt. Mal gucken. Hier Absprung schon mal nicht schlecht. Guck mal, wie sauer der auch guckt. Der ist richtig sauer. Vielleicht und denkt sich so, ja, das schaffe ich schon. Aber Dinoco, oh Gott, pass ein bisschen auf, würde ich fast sagen. Der ist jetzt schon eine Nummer größer, ihr seht das schon, der Spinner hat nicht mehr ganz so viel Schaden gemacht. Oh, wie sieht's aus bei dem Hammer? Der Hammer macht ein bisschen mehr Schaden. Oh, nein, 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 nicht der Twister unten. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, er muss natürlich auch unten die Trophäe berühren, rollt hier runter. Der Motor ist auf jeden Fall Schrott, da ist gefühlt gar kein Motor mehr da. Und was macht er? Nein. Nein, und er fällt hier einfach runter, irgendwo ins Nirgendwo. Das war's auch mit Dinoco. So, Lightning McQueen in der normalen Größe ist das übrigens. Und dann gucken wir mal, ob Lightning sich da vielleicht ein bisschen besser anstellen kann. Aber ich weiß es auch nicht genau. Wir schauen mal. Oh, ganz vorsichtig. Oh, ganz vorsichtig. Ganz ruhig, 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 ruhig. Ja, naja, nicht ganz so. Aber auch nicht so. Da muss ich fast mal ein bisschen überlegen, dass wir hier ein bisschen... Oh Gott. Dass wir hier ein bisschen besser runterkommen. Oh Gott. Oh, ich meine, ein bisschen lenken kann ich ja noch. Der Motor ist auf jeden Fall Schrott. Nein, jetzt werden wir hier natürlich noch von der Wand mitgenommen. Ah, geht da noch was? Ja, der Motor ist Schrott. Also lenken kann ich ein bisschen noch. Es geht halt darum, die Trophäe zuerst zu berühren. Los, berühren. Ich lenke doch komplett nach rechts, sag mal. Mann, auch hier wieder. Ja, toll, jetzt treffen sie die beiden da unten sich. Auch hier wieder Gleichstand. Dann nehmen wir doch mal den Dinoco Monster Truck und gucken, wie weit der kommt. Ich bin mal gespannt. Ich denke, der wird auf jeden Fall etwas weiterkommen. So, sehr schön. Der hat ja so eine große Bereifung. Guck mal, über die Spinner hier einfach rüber ohne Problem. Bisschen Schaden hat er aber genommen. Und jetzt wird er hier von dem Hammer auch noch komplett zerkleinert. Aua, aua, aua. Und nur noch die Reifen. Nein, nicht der Twister, der Twister, der Twister. Und die Reifen, selbst die Reifen werden hier noch weggeschleudert, Freunde. Und da geht auch gar nichts mehr. Von dem Dinoco ist auf jeden Fall nichts mehr übrig. Aber ich meine, hey, immerhin ist er nach ganz unten gekommen. Also nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, wir probieren es mit Lightning. Schön vorsichtig hier, ja. Ganz ruhig. Auch hier wieder über die Spinner rüber, ohne jetzt so viel Schaden zu nehmen. Oh mein Gott. Oh Gott, und jetzt... Nein, 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 ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Nein, und auch hier der Hammer wieder mitten im Weg und die Reifen, die fallen hier runter und der Hammer ist sogar kaputt gegangen. Was? Und die Reifen hängen jetzt hier an der Wand und der Hammer wird hier weggeschleudert und die Reifen rollen hier runter. Also ich meine, ja, das Auto ist komplett kaputt. Aber immerhin ist das Auto bis nach ganz unten gekommen. Nicht schlecht. Yo, wer ist denn das? So ein riesiges Kackauto. Wer bist du denn? Yo, 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 ich bin der sprechende Kackhaufen. Lass sofort ein Abo auf diesem Kanal hier da. Sonst was? Leute, lass mal bitte schnell ein Abo da. Sonst haben die ganzen Leute Durchfall. Okay, okay. Und jetzt? Was ist, wenn die jetzt ein Abo dagelassen haben? Jetzt kannst du mit mir den Berg runterfahren. Sehr gut. Hä? Was ist denn das für ein Auto? Freunde, korrekt, dass ihr ein Abo dagelassen habt. Nein! Und jetzt ist hier einfach so ein riesiger sprechender Kackhaufen, wo auch immer der hinkommt. Ich wollte doch hier nur mit Lightning und Dinoco rumfahren, sag mal. Mitten im Weg hier. Aber korrekt, er wollte nämlich, dass wir einfach alle Durchfall bekommen. Und was macht er denn da? Und da saß sogar einer drinne.
Und vom Kackhaufen ist gar nichts mehr da. Und guck mal, da saß sogar einer drin und der rutscht jetzt. Nein. Oh, das hat safe wehgetan. Wo rutscht der? Au, nochmal gegen die Axt. Und der rutscht hier noch weiter, Freunde. Der rutscht. Nein, der rutscht genau auf den Twister zu, oder? Oh, er rutscht an dem Twister, glaube ich, noch gerade so vorbei. Ja, Glück gehabt, ne? Gerade so Glück gehabt. Und er rutscht hier runter und das war's mit ihm. Na, ganz toll. Gut, wir haben uns genug ablenken lassen. Nehmen wir mal das nächste große Dino-Co-Auto. So, jetzt gucken wir mal, wie es mit dem aussieht. Schön. Ich glaube, ich bin die ganze Zeit viel zu schnell. Lass uns das Ganze mal ein bisschen langsamer machen. Ja. Quasi genau so. Oh Gott, oh Gott. Oh nein. Alles gut, alles gut. Ich bin noch am Start, ich bin noch am Start. So, wir machen das Ganze rückwärts, kein Problem. Schön vorsichtig an den Hammern vorbei. Wieso gehen die ganzen Hammer denn kaputt? Die gehen doch sonst nicht kaputt. Aua. Das Auto ist auch Schrott. Und aua, das ist auch Schrott. Ja, das bricht hier original in 1000 Teile. Au. Und auch hier rüber nochmal. Und jetzt fliegt das Auto komplett weg. Selbst dieses Dino-Co-Auto hat gar keine Chance. Da bleibt uns ja gefühlt nur noch dieser andere Lightning. Dann gucken wir mal, wie es bei ihm aussieht. Ruhig. Okay, der ist auf jeden Fall mit ein bisschen mehr Speed gestartet. Ist aber grundsätzlich nicht schlimm. Ist nämlich fast über die Spinale rübergeflogen. Der eine Hammer ist ja kaputt. Au, das hat wehgetan. Aber, das hat nochmal wehgetan. Jetzt ist schon der zweite Hammer abgebaut von insgesamt 4 Hammern. Ne? Die anderen sind auch schon alle. Aua. Und natürlich werden wir noch aufgespießt von der Axt, dass hier hinten auch noch Schaden entsteht. Jetzt bloß nicht in den Twist. Nein, ich kann nicht. Bremsen. Nein, und wir werden hier noch vom Twister weggehauen. Haben wir den Twister? Oh mein Gott, wir haben den Twister. Nein, haben wir den Twister aufgehalten oder was? Ja, bremsen. Nein, wir müssen die Trophäe doch berühren, um zu gewinnen. Kann nicht sein. Das Duell der Giganten, Freunde. Wer von den beiden wird es schaffen? Dino-Co oder Lightning? Ich bin sehr gespannt. Wir starten mit Dino-Co rein. Und er denkt sich so, dein Kakao ist mir ganz egal. Okay, kein Problem, Dino-Co. Dann zeig mir, was du auf dem Kasten hast. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie er jetzt hier fahren wird. Oh, okay. Der startet schon mal ein bisschen aggressiv. Ausweicher, nein! Das tut natürlich sehr, sehr, sehr... Oh mein Gott, wie viel ist da denn bitte kaputt gegangen? Das tut natürlich sehr, sehr viel weh. Damit ist auch der letzte Hammer gerade abgebrochen und kaputt gegangen. Aber da geht noch mehr, da geht noch mehr. Oh, nein. Und weggeschleudert von Dino-Co. Dino-Co hat gar keine Chance, aber er hält sich hier am Berg noch fest. Er hält sich hier noch fest. Dino-Co fliegt und landet unten auch noch drauf. Aber kann er noch fahren? Nee, er kann nicht mehr fahren, Freunde. Der Motor ist raus. Weiter als so ist er nicht gekommen. Wenn Lightning das jetzt schaffen sollte, hat Lightning dieses Turnier hier gewonnen. Mr. Lightning McQueen, zeig mal, was du so drauf hast. Ka-chow! Okay, dann zeig mal, wie krass du drauf bist. Schön ruhig. Okay, der will auf jeden Fall, glaube ich, hier ein bisschen Speed nehmen. Yo. Oh, das war fast schon ein Überschlag. Hallo, hinten, Hinterachse runter. Guck mal, wie einfach der an den Hammer jetzt einfach dran vorbei. Oh, die Axt. Au, das hat wehgetan. Das habe ich sofort gesehen, der Twister. Lightning fliegt hier runter. Und was macht er? Er berührt die Trophäe. Als erstes, was? Wie hat er da noch den Twist bekommen? Und guckt euch an, wie heile er nach unten gekommen ist, Freunde. Lightning räumt hier Dino-Co easy aus dem Weg. Damit geht der erste Platz hier und auch die Trophäe an Lightning. Na, wer von euch hat in den Kommentaren richtig geschätzt, wer gewinnen wird? Lightning kann froh sein über seine Trophäe, Freunde. Die hat er sich gesichert. Krasse Folge, krasser Berg, viel kaputt gegangen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne mal ein Like und auch ein Abo. Ich mache jeden Tag Videos. Deswegen helft mir hier, die 100.000 Abos zu knacken. Wäre sehr, sehr korrekt von euch. Folgt mir auch auf Instagram für tägliche Stories und wenn ihr mal mit mir schreiben wollt, dann gerne auf Instagram. Link dazu in der Videobeschreibung. Du den Kanal checken, als wir mal ein Video aussehen. Morgen im nächsten Video. Bis dann und ciao, ciao.